So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Samyang Sunday. Es ist wieder soweit. Wir haben eine Woche ausgesetzt wegen den Geburtstagsvlogs. Jetzt wollen wir aber am Sonntag wieder eine scharfe Folge hochladen mit einem Samyang-Produkt, Samyang-Nudeln, Samyang-Bulldog. In letzter Zeit haben wir ja Cups getestet, weil es bestimmte Sorten gar nicht in diesen Päckchen gibt, sondern nur in Cups. Wir hatten Basil and Cream, das habe ich noch nie in Päckchen gesehen, nur in Cups. Und ein Cup ist mir auch noch ins Auge gestochen. Das ist dieser weinrote Mala Cup. Mala ist aber eine Sorte, Samyang Bulldog Mala. Die hätte es angeblich früher gegeben mal in Päckchen. Die soll vierfach scharf sein oder irgendwas. Heftige Sorte, mega selten. Gibt es wohl gar nicht mehr. Jetzt habe ich aber diesen Cup entdeckt, bei dem man erstmal absolut... nichts erkennt, weil es ist wieder alles koreanisch, ihr könnt nichts lesen, ich muss wieder mit dem Übersetzer arbeiten, habe aber geguckt, hier steht seltene Samyang Bulldog Mala Hot and Spicy Flavor in einem Cup für 17,46 Euro im Angebot, normalerweise 24,95 Euro, aber der nur 17,50 Euro. Würdet ihr 17 Euro für ein Teller Nudeln bezahlen? Wahrscheinlich nicht. Ihr habt wieder hier diesen hochwertigen Cup. Ihr habt wieder diese Pappe dran, die man abnehmen kann. Und wenn wir hier reingucken, haben wir da auch wieder Nudeln. So richtige Gumminudeln. Nicht die ganz normalen Samyang Bulldog Nudeln, sondern hier einfach luftdicht vakuumisiert, verschweißt. Ein Beutelchen mit Soße ist da auch drin, ein Soßenbeutel und dann noch irgendwas anderes in Blau. Wow, wenn ich jetzt noch Ice-Type finde, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wie man das jetzt macht, das müssen wir mal vorlesen. Da habe ich mir wieder diesen super Übersetzer hier rangeholt, habe das da rangehalten und da steht: Öffnen und legen Sie flache Glasnudeln, Soße und Flocken in den Behälter. Normalerweise mache ich ja Nudeln rein, mache Wasser drauf, wenn die Nudeln dann weich sind, mache ich Soße und Flocken drauf, mische das und esse das, nachdem ich das Wasser abgegossen habe, dass ich die Soße nur direkt auf den Nudeln habe. Jetzt sollen wir hier aber die Nudeln in den Behälter geben. So, geht das hier irgendwo auf oder nicht? Ich weiß es nicht, hier oben ist irgendwie was eingezeichnet, aber ja, dann muss man wahrscheinlich hier das so links und rechts, und da habt ihr hier dieses, Alter, das riecht übelst nach Desinfektionsmittel oder nach einem Wodka-Stammball, also total chemisch. Das kannst du hier jetzt so auseinandernehmen, aber das schmeißt man jetzt alles hier mal in den Bottich rein. So, da sind die Nudeln drin, Soße und Flocken in den Behälter. Jetzt machen wir es mal wie die Shania. Das heißt, die reißt ja immer ihre Tütchen mit der Hand auf. Wir machen das jetzt auch irgendwie mal so. Reißen das hier auf, legen das hier rüber, machen jetzt hier die Soße drauf. Boah, guck dir diesen Faden an, wie der hier drauf geht. Das Problem, was ich jetzt aber schon habe, ist, dann ist das ja wieder einigermaßen flüssig. Ich will es doch nicht flüssig, ich will doch eigentlich genau die Soße, so wie die Soße jetzt ist, die möchte ich an meine Nudeln haben. Aber damit nicht wieder so viel rumgejammert wird, versuchen wir es einfach jetzt so, wie es da steht. Das heißt, ich hätte ein größeres Loch gebraucht, weil jetzt muss ich alles hier rausquetschen. Es riecht aber irgendwie gut, es hat auch irgendwie eine Currynote. Ist das Curry? Bestimmt, das muss Curry sein. Es riecht auf jeden Fall sehr würzig und anders als die ganz normale Samyang Bulldog Soße. So, jetzt haben wir hier fast alles draußen. Hier hinten sieht man einen riesen Schlitz, den man machen soll. Ich habe jetzt hier vorne leider nur so wenig. Wir können die Soße ja so auch mal probieren. Also die schmeckt auf jeden Fall mega speziell. Sie hat irgendwie einen Curry-Geruch. Dann probierst du die Soße. Du hast direkt eine Pfeffernote da, wie bei den Basil and Cream.
aber irgendwie auch was Limettiges, was so in die Nase steigt. Gleichzeitig aber Schärfe sich ausbreitet. Das von dem kleinen Probieren, jetzt habe ich schon irgendwie Augen. Und das ist cool, das heißt, die ist wohl wirklich ordentlich scharf. Jetzt schmeißen wir das hier auch noch mit drauf. Das sieht dann ungefähr so aus hier, dieses ganze Gemüse. Und Flocken Pulverzeug. So, der lustige Teil kommt ja noch. Zweitens, heißes Wasser auf die auf dem Behälter markierte Linie schneiden und gut umrühren. Bongdam Namryu, 1000 Watt, 2 Minuten 30 Sekunden. Das müssen wir erstmal machen. Wir holen mal kurz das kochende Wasser. So, Wasser ist hier. Ich stelle das mal kurz so runter, dass ihr das besser seht. Da sind jetzt auch die Flocken drauf. Jetzt müsst ihr das auf den Behälter schneiden, aber nur bis zu dieser Linie. Das heißt, wir machen nur so einen kleinen Tropfen hier rein. Gut umrühren stand auch noch dabei. Den Deckel leicht in den Behälter geben und in der Mikrowelle als Buk Dam Namnu kochen. Also den werde ich dann einfach drauflegen, das passt. Das sollst du noch hier ein bisschen umrühren, dass sich die Soße verteilt, dass die Nudeln auch irgendwas machen. Es dampft, es steigt auf, es geht in die Augen, es geht in die Nase, aber ich sehe jetzt schon, diese Cups bringen mich an den Rand der Verzweiflung. Ich möchte doch einfach nur Nudeln kochen und dann möchte ich mein Soßentütchen draufpacken, weil das ist auch wieder eine Sorte, die habe ich einmalig. Die würde ich danach auch nie wieder bestellen. Aber wir wollen uns jetzt mal daran halten, weil wir ja durch den Übersetzer genau wissen, was wir machen müssen. So, jetzt ist es kochendes Wasser. Es dampft wie verrückt und das soll trotzdem in die Mikrowelle. Da ist mir schon mal was übergelaufen. Die ganze Mikrowelle hat geschwommen, deswegen hasse ich Cups. Aber wenn die das so sagen, dann muss das wohl so sein. So, Deckel leicht in den Behälter geben. Und in der Mikrowelle als Buknamadaru kochen. 1,02 Minuten und 30 Sekunden. Nach dem Kochen den Deckel öffnen und gut umrühren. Das machen wir gleich nochmal. Aber jetzt erstmal in die Mikrowelle. So, die ist zu. Geht auch direkt an. Hat schon wieder einer was verstellt. Letztens war es auf 450. Jetzt ist es auf 800. Ich habe es doch eigentlich immer auf 600. Keine Ahnung. So, wir haben es jetzt aus der Mikrowelle rausgenommen. Wir haben keine 1000 Watt gehabt, wir hatten nur 800 Watt. Wir haben es nicht 2 Minuten 30 gehabt, wir haben es nur 2 Minuten gehabt. Aber das hat schon so gebrodelt, das klang so brutal. Soll etwa wirklich die ganze Soße, die ganze Suppe, das Wässrige kondensieren und sich auflösen, dass du dann trockene Nudeln übrig hast? Ich verstehe es nicht, mir ist das zu suspekt. Wir nehmen mal den Deckel jetzt hier ab. Da dampft es jetzt raus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass das dampft. Seht ihr das, dass das dampft? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt sieht das alles hier total feurig und brutal aus, aber diese komischen Nudeln, diese Wodka-Nudeln, sind jetzt auf jeden Fall schleimig und weich. Wir müssen das jetzt nochmal schön rummachen und es ist mir schon wieder einfach nur zu flüssig. Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich die ganze Soße versaut, die so schön mit Pflaumenmuster einfach geklebt hat. Den Rest kann ich euch aber vorlesen nochmal kurz, was hier dann unten steht. Es kann einige kleinere Störungen von Lena am 6. des einjährigen Poryong Branch Office geben. Also achten Sie bitte auf den ursprünglichen Almanach des Verhördokuments in Klammern 4-Bedürfnis 8b, Klammer zu. Um 8 zu kontrollieren, achten Sie auf die B79 / 42 Nozori City, Yeon Yeon. Also ich glaube, den letzten Absatz, also den ganzen Text, den ganzen letzten, den hätte man einfach weglassen können. Da steht nur Mist. Wahrscheinlich ist das irgendwas Wichtiges, aber es übersetzt halt irgendwie nur Mist und deswegen keine Ahnung. Will ich jetzt trotzdem warten, bis es ein bisschen abgekühlt ist und dann wollen wir das mal probieren. Ist das wirklich Mala? Wir werden es gleich rausfinden. Achso, aber ich habe ja gar kein Thumbnail gemacht. Warte mal. Ich muss das auch hier mal draufpacken.
das mal irgendwie in die Hand nehmen und dann mal so zeigen. Ich habe jetzt kurz den gelben Sack rausgeschafft. Jetzt ist das bestimmt so, dass man es essen kann. Ich habe schon gemerkt, dass wenn ich das jetzt hier rumrühre und dann reinpuste, mir immer noch die Brille beschlägt, ist also immer noch Dampf. Das ist okay, aber ich will mir auch nicht die Zunge verbrennen. Ich nehme jetzt mal ganz vorsichtig hier so einen komischen Bandwurm raus. Da hängt nämlich einer drin, sind also wieder ganz andere Nudeln. Wir kennen die ganz normalen Samyang Buldak Nudeln. Wir kennen diese Udon Nudeln, die habe ich auch schon bei dem Restaurant gesehen. Die waren ja bei dem Basil and Cream Ding dabei. Da gibt es die Reisküchlein und das sind das einfach nur Bandnudeln. Das ist auch wieder was ganz Besonderes. Wir probieren mal eine Nudel. Sehr glitschig. Sehr pfeffrig auch wieder, also beim letzten Mal, das war ja wirklich so pfeffrig und das hat mich irgendwie auch mega gestört, diese pfeffrige Note. Mir fehlt ja dieser typische Samyang-Soßengeschmack. Auch hier muss ich sagen, es ist scharf, okay, aber es schmeckt halt nicht so gut, wie du es eigentlich kennst und deswegen, da brauche ich auch die Schärfe nicht. Da brauche ich diesen Preis, wenn ich den sehe, da rollt sich eh alles zusammen und mir sind die Nudeln halt dann... Weiß ich nicht, das ist mir alles zu schlapprig, zu komisch. Es ist zwar jetzt viel verdampft von der Soße. Ich hätte das gern anders gehabt, dann wäre das vielleicht nochmal geschmacksintensiver, weil irgendwie hat die Soße ja doch noch was Limettenartiges gehabt und hat mehr hergemacht, bevor die jetzt flüssig verdampft ist. Und das ist das Problem, was ich habe. Die essen das vielleicht alle so und sagen, lecker. Mir taugt der Geschmack jetzt nicht so sehr wie davor. Ich werde es jetzt mal hier ganz essen. Und dann mal gucken, ob sie noch irgendwas entwickelt, wie die Schärfe nochmal sich steigert vielleicht und ob geschmacklich noch was rauszuholen ist. Also der Topf ist jetzt leer, die Augen drehen auch wieder, die Nase läuft, es rotzt alles rum. Ich bin nicht erkältet, die Schärfe ist einfach nur da, die Schärfe ist wirklich präsent. Zwischendurch habe ich aber das Problem gehabt, ich musste nicht gegen die Schärfe kämpfen, sondern gegen die Wärme, weil irgendwie war das so heiß nur noch. Heiß, 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 heiß. Und da ging der Geschmack auch komplett unter. Ich habe dann trotzdem wieder so eine leicht Limettennote, zitronige Note gehabt, aber irgendwie auch nur noch so was Pfeffriges und die Konsistenz ist halt wirklich absolut gar nicht meins. Es ist auch schwer, das so zu essen. Nimmst was hoch, alles flutscht runter, alles spritzt raus, der Tisch ist voller Flecken im Endeffekt. Weiß ich nicht. Die normalen Samyang Buldak gefallen mir auf jeden Fall mehr. Kannst du dir nicht so an die Gabel machen, hast so einen riesen Klotz, schiebst du dir mit einmal in den Mund, hast kräftig was zu beißen, eine bessere Konsistenz, das ist alles nur Schleim, das ist schmierig, das tropft, das saut rum, das ist pfeffrig, das ist scharf, okay, aber der Geschmack passt mir nicht, deswegen. Sind das jetzt vergleichbare Mala-Nudeln oder ist das wieder ein bisschen anders? Da stand auf jeden Fall ultra seltene Samyang Buldak Mala, aber Mala hat bestimmt nicht solche Nudeln gehabt, aber egal, schreibt mal rein, kennt ihr Mala oder kennt ihr diesen Mala-Topf, dann lasst mich wissen, war wieder was falsch, schreibt's rein, Peace out Vorhaut, euer Ramses, nochmal würde ich's nicht kaufen, Basil and Cream, auch nicht, ich habe meine Standardsorten, die gefallen mir am besten, Cheese, immer noch der König, Curry, auch richtig dope, Habanero Lime, alles wenigstens die gleichen Nudeln, nur andere Soßen für Abwechslung. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.